FCM-Kapitän Marco Kurt, das war einmal. Letzten Samstag nach der 0:1-Niederlage im DFB-Pokal gegen Cottbus ließ Kurt vor unserem Mikrofon Dampf ab. Ich will nicht miesepetrig sein, ja, aber ich finde, dass NRG verdient weitergekommen ist. Ich möchte nur ein bisschen warnen, dass wir hier nicht alles ist Friede, Freude, weil ich auch ein bisschen so die Vorbereitung auch mitnehme. Und da haben wir in den wichtigen Spielen auch keins gewonnen. Zu viel Kritik. Trainer Petersen setzte Marco Kurt als Kapitän ab. Der habe sich wiederholt außerhalb der Mannschaft gestellt. Er ist in erster Linie Spieler, hat sich genauso wie alle an Vorgaben zu halten, an Richtlinien zu halten, dass Kritik nur innerhalb der Kabine bleibt. Das ist in jedem Verein so, dass es unglücklich ist vor dem ersten Punktspiel. Aber es gibt keinen richtigen Zeitpunkt für diese Maßnahme. Die ist getroffen worden und es gibt auch in dieser Hinsicht, denke ich mir, auch kein Zurück. Am Training des Regionalliga-Teams darf Kurt auch nicht teilnehmen. Der 34-Jährige spielt jetzt in der U23. Er bleibt aber bei seiner Meinung. Inhaltlich ist es, stehe ich immer noch dazu, um eben eine Mannschaft zu aufzuwecken und eben der Sache wegen. Am Sonntag beim Berliner AK wird Mittelfeldspieler Marius Sowieslo die Mannschaft aufs Feld führen. Das wurde kurz vor unserer Sendung bekannt. Ich dachte immer, ein Kapitän darf auch mal den Mund aufmachen. Aber wer weiß schon, was da hinter den Kulissen läuft.